Am Pult der Zeit ist ja ein Format hier im Thüringer Landtag, das wir das dritte Mal organisiert haben. Thema heute, wie kann es anders sein, zum Internationalen Frauentag, Frauen in der Kommunalpolitik. Also ich bin heute in diese Runde gekommen mit der Erwartung, mich zu vernetzen, zu erfahren, wie es anderen Frauen in der Kommunalpolitik geht, zu erfahren, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Strategien sie entwickelt haben, um zum Beispiel Sexismus oder irgendwelche Hasskommentare, die von Männern zum Beispiel auch kommen, wie sie damit gelernt haben, umzugehen. Wir hatten einen sehr regen Austausch. Die Frauen kommen da aus sehr unterschiedlichen Bereichen, auch politisch unterschiedlich sozialisiert. Das ist immer sehr wichtig, dass wir gemeinsam uns austauschen. Den Austausch von Frauen in der Kommunalpolitik braucht es. Man muss sich einfach als Frau vielleicht auch mit anderen Frauen solidarisieren, auch über Landesgrenzen hinweg. Das finde ich schon sehr wichtig, ja. Es hat sich auf alle Fälle viel getan, das ist ja klar. Also es ist ein bohrenharter Bretter, das braucht Zeit und braucht Geduld und es braucht vor allen Dingen Penetranz. Man darf sich nicht entmutigen lassen von allen möglichen Strategien, das zu marginalisieren. Also unsere Runde hat jetzt beschlossen, sich zu vernetzen, weil jeder doch andere Ideen hat, andere Ansätze. Und wir werden uns sicherlich nochmal treffen. Und das ist ein wirklich gutes Format. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben Anregungen gebracht und da kann man ja auch ansetzen für die Zukunft. Miteinander reden, nicht übereinander, zuhören, sich austauschen und jeder und jede nimmt am Ende was mit. Im Übrigen auch die Präsidentin, die es nicht für sich organisiert, sondern die am Ende aber auch davon partizipiert.